Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen im Wochenende und im Herbst. Auch wenn man es noch nicht sieht, weil meine Herbstdeko erst heute im Laufe des Tages einziehen wird, hatten wir ja gestern oder vorgestern Herbstanfang und es war die Woche morgens wirklich kalt. Ich glaube, es war am Dienstag, als mein Auto morgens piepte, oder es könnte Mittwoch gewesen sein. Ich glaube, es war Mittwoch. Als es piepte und ich schon dachte, oh, was ist hier los, warum piepst du? Und dann die Thermostatanzeige aufblinkt mit 4 Grad. Oh, ja. Ich bin hier noch im Jahreszeiten-Jetlag, wie ich es gerne nenne, und bin noch gar nicht in Stimmung für Herbst, sehne den Sommer noch nach und freue mich, dass heute mal wieder die Sonne scheint. Das war auch gestern schon wieder ein bisschen schöner, aber diese Regentage, ja, es ist einfach nicht meine Welt. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Deswegen auch Jetlag und dass ich dann so ein bisschen in Herbststimmung komme. Deswegen wird heute ein bisschen Herbstdeko aufgestellt und ein bisschen Kerzen und dass es gemütlich wird. Und dann wird es wahrscheinlich nächste Woche auch mal die ersten angezündeten Yankee Candles geben, um da so ein bisschen in warme, wollige Stimmung zu kommen. Ja, die Woche buchtechnisch. Es sind 2 Bücher geworden, beziehungsweise eins der Bücher, ja, war ja nur ein halbes Buch. Ich habe die Woche beendet, ich denke, wir fangen das chronologisch irgendwie an. Ich habe beendet The Cage, entführt von Megan Shepard, ein Jugend-Science-Fiction-Buch, das auch ganz aktuell Ende August erschienen ist. Und das habe ich als E-Book gelesen und auch vom Heine Fliegt Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und das zweite ist dann eben die zweite Hälfte des Überganges von Justin Cronin, welchen, ja, wir beendet haben. Ich strahle und ich fand es wirklich großartig. So viel kann ich jetzt schon einfach mal sagen. Und ja, das waren die 2 Bücher der Woche. Dazu geht es ja heute los mit dem Buch im Leseclub. Wir werden auch gemeinsam die 12 dann lesen, dazu später ein bisschen mehr. Und eine tolle Buchpost, die heute erst bei mir eingezogen ist, dazu werde ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach erstmal an mit The Cage, Entführt. Das ist der Auftakt einer Trilogie, wo der zweite Teil nächstes Jahr im Mai erscheint. Ich habe mir das mal rausgesucht. Von Megan Shepard. Das Buch ist am 29.08. im Heine Fliegt Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Kostet broschiert 12,99 und als E-Book 9,99 und hat 464 Seiten. Es ist, wie gesagt, der Auftakt einer dreibändigen Reihe. Gejagt wird im Mai erscheinen und Zerstört im November. Und wie man im Cover schon so ein bisschen ansieht, sind wir hier auf einem fremden Planeten. Es ist also Science Fiction für Jugendliche und wir haben hier eben auch jugendliche Protagonisten und es sind 6 an der Zahl und wir starten mit Cora, die in fremden Klamotten in einer Wüste aufwacht und dort auf Lucky trifft, der sich genauso fragt, wo er ist, was hier passiert ist, warum sie in einer fremden Welt sind, ist das ein Traum, warum haben sie andere Klamotten an und was ist hier eigentlich los. Dann treffen die beiden noch auf 4 andere Jugendliche und treffen auch oder finden auch ein totes Mädchen im Wasser. Und das verstört sie natürlich, denn könnte das jedem hier passieren? Warum ist das Mädchen tot? Wer hat sie entführt und um was geht es hier einfach? Und wir sind hier auf einem fremden Planeten. Es gibt eine höhere künstliche Intelligenz und die hat etwas vor mit den Menschen und mit den Jugendlichen, die sie eben im Grunde in ihr Planetensystem gebracht haben. Und die Jugendlichen müssen sich an Regeln halten. Ja, eine der Regeln, also es waren glaube ich insgesamt 3 Regeln. Man soll eben essen, trinken, schlafen, dass es einem gut geht. Man soll nicht versuchen, irgendwie herauszukommen oder irgendwie irgendwas zu zerstören. Und das dritte war dann eben, sie sind 6 Jugendliche, 3 Mädchen, 3 Jungs, sie sollen sich gefälligst fortpflanzen. Und gerade Cora, die nicht immer das tut, was man ihr sagt, was auch ein bisschen mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, sträubt sich natürlich sehr, spürt aber doch schnell, dass sie einen gewissen Draht zu einem der Wächter hat
und ja, versucht da natürlich ein bisschen mehr über diese Welt zu lernen, in der sie jetzt angekommen sind und ja, eigentlich alle wieder mehr oder weniger nach Hause möchten. Und ja, wir sind hier auf einem fremden Planeten, den ich persönlich sehr skurril fand. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe lange nicht verstanden, was diese intelligenten oder ja hochintelligenten mit besonderen mentalen Fähigkeiten, was die eigentlich mit den Menschen wollen. Es hat recht lange gebraucht, bis man so ein bisschen herausgefunden hat, was überhaupt im Weltall mit uns Menschen so passiert, wie wir gesehen werden, als was wir gesehen werden, für was wir vielleicht noch was taugen. Und ich muss sagen, ich hatte da lange ein Fragezeichen so beim Lesen und dachte, wo führt das eigentlich hin? Zudem haben wir 6 Jugendliche, die ich mehr oder weniger sympathisch fand. Mir ging Korra, auch wenn sie stark war und so ein bisschen rebellisch war, tatsächlich nach einer gewissen Zeit auch auf den Keks, weil es einfach wieder so ein bisschen wunderbares Klischee war. Wir haben dann auch noch Lucky, der ja eigentlich ein ganz sympathischer Protagonist war, der aber sich auch hat einfach so ein bisschen, gerade anfangs so ein bisschen hat unterbuttern lassen. Und auch die anderen, wir haben dann den starken, kraftvollen, der ständig irgendwie rummeckert und motzt, und dann eben auch zwei, ein Pärchen, die eigentlich recht schnell zur Aufgabe 3 kommen wollen. Und es war mir persönlich viel zu oberflächlich. Es hat für mich manches einfach gar keinen Sinn irgendwie ergeben. Und als es dann endlich irgendwie ein paar Antworten auf die Fragen gab, war es mir eigentlich schon zu spät. Ich fand diese Idee, wenn man jetzt das Buch als Ganzes betrachtet, sehr interessant. Ich fand diesen Gedanken, dass da draußen eben nicht nur nette ETs warten, sehr spannend, sehr interessant, sehr neu und auch wirklich, ja, es hat sich irgendwie cool angefühlt. Ich glaube, das ist tatsächlich das richtige Wort. Man erfährt die Geschichte aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Man weiß auch immer, wer man ist und in welcher Situation man ist. Also das war gar kein Problem. Aber es war einfach zu oberflächlich für mich und es hat mich nicht richtig mitreißen können, weswegen ich tatsächlich ja an den 464 Seiten eigentlich eine ganze Woche neben dem Übergang gelesen habe, wo ich dann einfach gemerkt habe, es hat mich nicht so unbedingt hingezogen. Und es war irgendwie schon gut, weil ich die Idee mochte. Ich konnte mit dem Schreibstil, der mir halt wirklich zu wenig in die Tiefe gegangen ist, nicht ganz so viel anfangen. Es war auch schon immer irgendwie spannend, weil sonst hätte ich es ja auch mittendrin abgebrochen. Es war halt schon mal was Neues, es war was anderes und ich fand das Buch auch durchgängig okay, aber eben auch nicht mehr. Es ist jetzt nichts, was mich herausragend irgendwie begeistert hat, obwohl ich das gehofft hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass mich die Trilogie irgendwie weiter interessiert. Ich glaube nicht, dass ich Band 2 lesen werde, da müsste ich schon sehr viel Gutes über Band 2 hören, um dann eben weiterzumachen. Finde ich persönlich schade, aber es kann natürlich nicht jedes Buch ein Highlight sein. Es war wirklich okay und für Jugendliteratur und wirklich so Jugend-Science-Fiction, was es ja, also es gibt ja eher so Jugend-Dystopie, fand ich diese Science-Fiction-Art tatsächlich sehr spannend und auch mal neuartig, aber es ist jetzt, wie gesagt, nichts, was mich vom Hocker gerissen hat, leider. Muss es ja manchmal auch geben. Ganz anders, und vielleicht liegt auch da fast die Schuld dran, dass mich The Cage nicht so fesseln und packen konnte, ist der Übergang. Ja, der Übergang. Von Justin Cronin ist der Auftakt der Passage-Trilogie. Der zweite Teil ist bereits erschienen 2014 und nennt sich Die 12. Und der dritte Teil, Spiegelstadt, wird jetzt im Oktober, ich glaube am 31. Ja, am 31. Oktober diesen Jahres erscheinen. Und ja, der Übergang ist bereits 2011 im Goldmann Verlag erschienen. Gibt es als Taschenbuch für 9,99 Euro, als E-Book 8,99 Euro, beziehungsweise auch bestimmt günstig gebraucht bei Rebuy, Medimobs, Menge Exemplare, einfach da die Augen aufhalten. Ja, die Geschichte hat ja, wir haben über 1000 Seiten. Es ist der Wahnsinn, was das, wenn man es nicht wie ich als E-Book hat, was das für ein Totschläger ist. Und ich finde das Cover unglaublich ansprechend und perfekt für die Story. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann zu der Übergang, zu der Geschichte an sich gar nicht viel sagen, weil sie so komplex ist, so viele Handlungsstränge enthält, so viele Teile im Buch sind, von den Anfängen
mittendrin und dann geht es am Ende noch irgendwie weiter. Ja, jetzt werdet ihr sagen, das ist bei jeder Geschichte so. Aber es beginnt eben in unserer Zeit und die Armee macht Experimente an Menschen, an Gefangenen. Und ja, es passiert, was ja sehr oft passiert, dass das Experiment nicht so läuft, wie es soll. Und das Experiment ja im Grunde auch noch viel mehr schadet, denn es ist wie eine Art Virus, der sich auf die komplette Menschheit mehr oder weniger legt und diese Menschen, die davon infiziert sind, zu Vampir-Zombie-artigen Gestalten verändert. Und ja, es kaum Überlebende in irgendeiner Art und Weise zu geben scheint, wir hier innerhalb dieses Viruses, innerhalb dieser anfänglichen Zeit ein Mädchen kennenlernen, die eine drogenabhängige Mutter hat. Die Mutter bringt sie in ein Kloster, in eine Kirche und übergibt sie einer Schwester und Schwester Lacey kümmert sich um das Mädchen und ja, wir erfahren, dass das Mädchen Amy heißt und Amy wird uns die gesamte Geschichte irgendwie bleiben, in Erinnerung bleiben und uns irgendwie auch begleiten durch diese Geschichte und ist eben dann im Grunde auch das Mädchen, was vorne zu sehen ist und oh, Wahnsinn. Und es ist eben ein absoluter Endzeitroman und das Buch ist nichts für weiche Seelchen, sage ich mal so, sondern es geht da wirklich zur Sache. Es ist hart, es ist gruselig, es ist düster, es gibt Gänsehautmomente, es gibt Momente, in denen man weint, es gibt Momente, in denen man vielleicht ansatzweise ein Schmunzeln bekommt, es gibt Normalität, wo man denkt, das kann es eigentlich gar nicht mehr geben, es gibt kuriose Momente, wo auf unsere Zeit im Grunde zurückgeblickt wird und so manches nicht verstanden wird und man sich so denkt, ja, irgendwie erklär das mal jemandem, der es nicht kann. Und ich bin einfach hin und weg. Justin Cronin hat einen Schreibstil, der mich gepackt hat, der mich gefesselt hat, der mich jetzt 2 Wochen lang begleitet hat und es tatsächlich ein Buch ist, wo ich sage, diese Leseabschnitte, es einzuteilen, war wirklich perfekt, weil man alles, was man gelesen hat, sich setzen konnte, man verdauen konnte, man drüber nachdenken konnte. Und wir haben uns ja auch ausgetauscht. Wir haben ja zu dem Übergang einen Facebook-Leseclub mehr oder weniger gegründet, wo wir gesagt haben, diesen großen Wälzer auf unserem Sub wollen wir gemeinsam ja im Grunde angehen. Und wir haben es echt geschafft. Also das ist zu dritt sind wir zeitgleich, jetzt denke ich, heute dann auch fertig geworden. Also wir waren so der harte Kern, die liebe Anita und auch die liebe Laura. Und also Laura ist auch eine Booktuberin. Ich verlinke ihren Kanal natürlich auch mal in die Infobox. Und so manch anderer kommt jetzt langsam hinterher, ein bisschen nach. Mancher hat schon gemerkt, das ist nichts für ihn und hat unterwegs einfach abgebrochen, was ich absolut verstehen kann. Denn das Buch ist einfach speziell und man muss diese Düsternis, dieses Endzeit, man muss sowas mögen, man muss sich darin einfinden und man muss sich auch erschrecken lassen. Und das Erschreckende ist ja tatsächlich, dass das alles irgendwie möglich sein könnte und wir ja als normaler Mensch gar nicht wissen, was da irgendwo in irgendwelchen Laboren oder wo auch immer passiert. Und oh, man steht einfach sprachlos vor diesem grandiosen Werk und denkt sich, wie konnte das einem Einzelnen einfallen? Und wenn man sich jetzt über 1000 Seiten anguckt, das sind ja, ich sag jetzt mal, für normale Trilogien schon eher 3 Bücher oder 2,5 Bücher. Es gibt ja nochmal 3 so Wälzer. Und es ist, ich meine, man fragt sich, was kommt noch? Ich habe mich auch im ersten Teil gefragt, wo ich ja schon dachte, so diese anfängliche Geschichte wäre in einer normalen Trilogie wahrscheinlich der erste Band gewesen und dann kam noch mehr und es ging weiter und weiter und es wurde unglaublich komplex und es war herausfordernd geschrieben und es hat einfach Spaß gemacht, sich dieser Herausforderung zu stellen und am Ende zu merken, das ist genau das, was du lesen willst. Und ich glaube tatsächlich, dass The Cage, wenn ich es vor dem Übergang gelesen hätte, mich viel mehr begeistern könnte, denn ich glaube wirklich, dass mich der Übergang ja jetzt geschädigt hat und ich Jugenddystopien irgendwie schwach finde, weil es hier keine Jugendprobleme gibt, kein Mimimi, sondern
echte Probleme. Es gibt Tod, es gibt Mord, es gibt, wie überleben wir das Ganze, wie kommen wir von A nach B, was passiert, wenn die uns erwischen und einfach tausend Fragen. Und ich habe mich diesen Fragen gerne gestellt und mich hat diese Geschichte mitgerissen, mitgepackt. Und als ich dann damit fertig war, stand ich davor und dachte, und jetzt ist es schon zu Ende. Und das ist so total kurios, dass man nach tausend Seiten denkt, jetzt ist es schon vorbei. Und man hätte noch weiterlesen können und zum Glück können wir das. Und weil der zweite Band schon raus ist. Und es, ja, Leute, wer Endzeit mag, wer Dystopien gerne liest und wer wirklich etwas schaurig, Böses möchte, man muss sich diese Herausforderung einfach stellen, wer ihn vielleicht schon auf dem Sub hat, fangt einfach damit an, denn für mich passt hier der Satz, der Anfang trennt uns vom Ende und das ist so und ich ärgere mich, dass ich nicht schon viel früher dieses Buch entdeckt habe und meine Lust und meine auf diese Dystopien, auf Endzeit damit schon gestillt habe und nicht so mit vorgeplänkelten Büchern, die man vielleicht sonst liest. Ja, jetzt werte ich natürlich viele tolle Bücher so in meinen Gedanken irgendwie ab, wo ich denke, oh, und dem hast du 5 Sterne gegeben. Man kann es natürlich nicht vergleichen. Man kann ein Jugendbuch auch nicht jetzt mit einem herausfordernden Erwachsenenroman vergleichen. Ist gar keine Frage, ist auch eine andere Zielgruppe. Aber ich habe hier gemerkt, ich bin einfach in dem Fall nicht mehr jugendlich und dass ich mehr solcher herausfordernden Büchern lesen möchte und ja, ich fand es einfach grandios. Und ich habe auch so manches mir rausgeschrieben. Und ich fand zum Beispiel sehr schön, ich muss einfach so ein Zitat anführen. Und zwar ging es darum, dass jemand beschreibt, wie jemand anderes am Sterben ist. Und hier hieß es, mit diesem Blick ist man nicht jung oder alt, nicht schwarz oder weiß, nicht mal Mann oder Frau. Das alles hat man dann hinter sich. Boah, da kriege ich, ja, ich habe den Moment vor Augen und ich kriege da direkt wieder Gänsehaut. Es ist der Wahnsinn. Es war alles, was man sich von einem Buch erwünscht, war da drin und es hat mich einfach nur mitgerissen. Gewaltvoll ist diese Welle über mich gestürzt und ich bin jetzt am Ende wieder aufgetaucht und denke einfach nur, ich will mehr. Und ja, das kann natürlich auch gefährlich werden, aber oh, es war einfach der Hammer. Leute, wenn ihr es auf dem Sub habt, schreckt euch nicht davor ab. Teilt es euch vielleicht auch einfach in kleinere Kapitel ein. Scheut euch nicht davor, 2 Wochen an diesem Buch zu lesen. Es war wirklich das Beste, was wir tun konnten, dass wir uns nicht zu viel zugemutet haben, dass wir uns Zeit gelassen haben. Und sucht euch jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Das finde ich wirklich motiviert, begeistert und man sieht Dinge dann einfach nochmal mit einem anderen Blickwinkel. Es war wirklich grandios, ein tolles Lesen und ich danke auch Anita und Laura, dass sie so mit durchgehalten haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, nämlich fertig und dass es nächste Woche weitergeht. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Ja, und vor lauter Beruhigung machen wir jetzt ein bisschen unchronologischer weiter, denn wir sind gerade beim Übergang und dann kommen wir direkt natürlich zu Die Zwölf. Das ist der zweite Teil der Reihe und ich habe das vor einem Jahr oder so als Mängelexemplar für 3,99 ergattert, weil ich den Klappentext so spannend fand und habe dann erst zu Hause gemerkt, als ich es, glaube ich, bei Lovely Books eingegeben habe, huch, das ist ja der zweite Teil. Oder hier hinten steht, genau, hier hinten steht es, lesen Sie dieses Buch und da ist dann der Übergang auch drin. Ja, ich habe das Taschenbuch von Die Zwölf schon zu Hause und wusste, wie ich es gekauft habe, gar nicht, dass es der zweite Teil ist, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Und weil uns dreien zumindest schon mal das Buch jetzt wirklich so gepackt und gefesselt hat, also der Übergang, werden wir ab dem 1. Oktober mit Die Zwölf weitermachen. Und alle, die vielleicht schon den ersten Teil gelesen haben und jetzt noch Lust haben, irgendwie Die Zwölf mitzulesen, ich werde die Facebook-Gruppe, die sich um Die Zwölf sozusagen dreht, in die Infobox packen. Und jeder, der Lust hat, kann da gerne mit dabei sein. Und ja, wir haben uns da auch wieder drauf geeinigt, dass wir das 2 Wochen lesen werden. Das Buch hat ein bisschen weniger an Seiten, nämlich nur 800 und ein paar 20.
Und wir sind so immer bei rund 50 bis 70 Seiten am Tag. Also so im Durchschnitt wollte ich um die 60 sein. Es gibt eins, da ist ein Kapitel relativ lang, das ist ein bisschen länger. Dafür gibt es mal zwei Kapitel, die sind zwei Leseabschnitte, ein bisschen kürzer. Und man muss sich da auch nicht stressen, wenn man mal hinten nachhängt, dann macht man eben einen Tag später die Bemerkung des Leseabschnitts, es hat noch keiner irgendwem umgebracht, noch nicht, wäre ja auch mal eine schöne Idee, weil er den Leseabschnitt nicht am gleichen Tag beendet hat. Also macht euch da bitte keinen Druck. Wir werden mit die 12 weitermachen. Also wir sind zum aktuellen Zeitpunkt Laura und Anita. Die liebe Tanja von Berlin Books hat auch schon ihr Interesse bekundet und ist auch schon mit in die Gruppe eingeladen. Und ich freue mich darauf. Und jeder, Entschuldigung, jetzt haben die Katze fast geschlagen. Und jeder, der Lust hat, die 12 mitzulesen und ab dem 1. Oktober noch nichts anderes zu tun hat, das ist ja auch für manche ein langes Wochenende, weil Feiertag am 3., der kann da gerne mit einsteigen. Und auch hier ist doch das Cover... Es ist schon irgendwie cool. Also ich, man muss sagen, für dieses Buch habe ich 3,99 bezahlt. Es ist Fear the Dark, denn wenn es dunkel wird, kannst du nur eins tun, um dein Leben laufen. Das ist direkt schon wieder Gänsehaut. Ich habe jetzt gar nicht mehr den Klappentext, habe ich gar nicht nochmal gelesen. Und hier steht zum Beispiel, das große Finale der Trilogie von Justin Cronin wird voraussichtlich 2015 für Sie im Buchhandel erhältlich sein. Und wie wir jetzt alle wissen, nein, der dritte Teil kommt jetzt erst im Oktober 2016. Also noch jemand, der sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat. Aber es kommt, es ist dann die Spiegelstadt und ich freue mich da auch schon drauf. Werde ich dann aber wieder als E-Book lesen, weil so einen fetten Klopper auch mitnehmen und so, weil ich das ja auch immer mal mittagspausentechnisch lese, habe ich mir nichts dabei gedacht, aber... Gut, günstiger als 4 Euro als E-Book hätte ich das eh nicht bekommen. So, und nun aus dieser Gänsehaut, düster, dunkel, spannenden, packenden Geschichte heraus geht es heute mit einer, im Grunde, ich glaube auch einer Jugenddystopie, weiter, und zwar unser Leseclub, der Leseclub von Alicia Phil und mir liest ab heute Ich fürchte mich nicht von Tahir Ramafi. Und es beginnt heute mit dem ersten Leseabschnitt und wer noch Lust hat, kann natürlich jederzeit einsteigen. Wer das Buch vielleicht noch auf dem Sub hat, ich packe auf jeden Fall die Facebook-Gruppe unten mal in die Infobox. Wäre sehr schön, wer noch Lust hat und dabei ist. Ich habe heute, glaube ich, schon ein oder zwei Kommentare gelesen, die den ersten Leseabschnitt schon fertig haben. Es ist auch eine mit dabei gewesen in der Gruppe, die irgendwie vorher angefangen hat, weil sie ein bisschen eine Langsamleserin eigentlich ist und nicht hinterherhinken wollte. Und die es irgendwie in 3 Tagen verschlungen hat. Und ich glaube, dass das echt auch eine Reihe ist, die mich packen kann und hoffentlich wird. Denn der zweite Teil liegt da auch schon bei mir auf dem E-Book-Sub. Und damit könnte es ja dann theoretisch direkt weitergehen. Ja, also wer da noch Lust hat, Ich fürchte mich nicht von Tahir Ramafi, der kann ab heute mitlesen. Es wird da auch wieder so Leseabschnitte geben, unter denen dann eben kommentiert wird, was es zu diesem Leseabschnitt zu erzählen gibt, damit man sich eben nicht gegenseitig irgendwie spoilert, denn das wollen wir ja nicht. Klar kann das jetzt bei den ersten 100 Seiten vielleicht noch nicht so sein, aber man weiß ja nicht, wann die Wendungen irgendwie kommen. Und das hat es auch bei dem letzten Buch, das ist ja unser 4. Buch, was wir, glaube ich, zusammen lesen. Ja, ich glaube, unser 4. Buch. Eleanor und Park haben wir gelesen, wir haben Sorry gelesen. Und dazwischen noch eins. Ja, ich glaube, es ist jetzt unser 4. Buch. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das 2. war. Meine Güte hier, das ist ja echt die Macht. Die Macht des Schmetterlings war unser 2. Buch. Richtig. Und 3. Buch war Sorry. Und diesmal sind wir Ich fürchte mich nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf, dann draußen im Garten, nachdem die Sonne so schön scheint, dann ein bisschen zu lesen. Um meinen Leseabschnitt heute sozusagen zu schaffen. Ja, das war's zu den Büchern der Woche und auch der kommenden Woche. Jetzt wisst ihr so in etwa, dass zumindest nächsten Samstag über Ich fürchte mich nicht gesprochen wird. Was ich sonst noch ein bisschen lese, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den Übergang noch so ein bisschen in mir sacken lassen, bevor ich mit dem nächsten Buch weitermache. Und es kam aber heute tolle, tolle Buchpost vom Theis Verlag. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mich darüber unglaublich gefreut habe. Winter is Coming von Caroline Larrington, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones. Ein sehr dunkles, düsteres Buch. Ist jetzt, glaube ich, ganz aktuell erschienen im September. Ich glaube, am 22. September oder irgendwie so. Oder was haben wir heute? Am 12. September, glaube ich. Also es ist schon ein Stück. Und ich hatte das beim Verlag angefragt und ich habe es, wie ihr seht, liebenswürdigerweise bekommen. Und auch in diesem Buch wird natürlich ein bisschen gelesen. Und
Dieses Buch, hier steht hinten drauf, dieses Buch zeigt die historischen Hintergründe von George R. R. Martins fantastischen Universum, von den Bezügen zur Ritterlichkeit und Krieg über nordische Mythologie und Fabelwesen bis zu geografischen Vorbildern für die Handlungsorte. Und hier heißt es, jetzt gibt es einen Führer durch die Geschichte und Literatur des Mittelalters, die für George R. R. Martins epische Saga die Vorbilder geliefert haben. Fesselnd und gut recherchiert, das sagt The Guardian. Und ja, wir haben hier profundes wissenschaftliches Können an der Arbeit, das sich mit eingehenden Kenntnis der seltsam vertrauten Länder Westeros und Essos verbindet. Caroline Larrington ist die perfekte Reiseführerin. In satten Farben kleidet sie uns durch die sieben Königslande. Auf jedem Schritt geht sie den Echos und Parallelen nach, die sich in unserer mittelalterlichen Vergangenheit aufspüren lassen. Dieses mitreisende Buch würdigt nicht nur die Welt George R. R. Martins, es bereichert sie auch. Was will ein Fan mehr? Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe, es gibt hier Hinweise auf schwerwiegende Spoiler, mittelschwere Spoiler und geringfügige Spoiler. Es gibt auch Karten, die ich entdeckt habe. Es gibt hier zum Beispiel auch Schilde mit Wappen, also wo das im Grunde alles herkommt. Und ich bin einfach mega, mega gespannt. Ich habe mich ja mit der Geschichte rund um den Inspirationen von George R. R. Martin schon ein bisschen beschäftigt, gerade mit den Rosenkriegen. Und ja, ich bin ja bestärkt darin überzeugt, dass auch Game of Thrones vielleicht so endet wie die Rosenkriege. Jetzt kann sich jeder Gedanken machen, wie könnte das sein, ohne zu viel zu verraten, weil ich glaube auch, dass nicht jeder weiß, wie die Rosenkriege geendet haben. Insofern man dann eben die Parallelen einfach zu ziehen weiß und man da in manchen Interviews einfach von George R. R. Martin schon gehört hat, wie er da die Bezüge gezogen hat. Das waren viel zu viele gezogen, aber ja, ich freue mich auf dieses Hintergrundwissen und weil man eben auch einfach weiß, dass sich George R. R. Martin aufs Mittelalter bezogen hat, wird das Buch wirklich uns unglaublichen, mir unglaublichen Spaß machen. Die liebe Paddy hat es schon, glaube ich, fast durch oder ist noch mitten im Lesen, ich weiß jetzt gar nicht genau, die hat schon geschwärmt und wenn Paddy schwärmt, dann kann es eigentlich nur gut sein und ja. So viel zu der tollen Buchpost, die mich heute dann auch erreicht hat. Und ja, das war es soweit zu der Woche schon. Die Woche war bei mir arbeitstechnisch ein bisschen durcheinander, was zumindest die Schichten angelangt hat. Und ein besonderes Highlight der Woche war auf jeden Fall der spontane Hangout am Dienstagabend mit Thorsten und Phil. Ich packe euch das Hangout nochmal in die Infobox, der viel, viel länger wurde, als wir eigentlich ja, gedacht haben, dass wir irgendwie Themen finden. Und am Ende, ich glaube, die letzte Stunde ist auch noch die liebe Laura Newman dazugekommen. Und wir waren dann ein lustiges Quartett, wenn ihr so möchtet. Und es hat echt Spaß gemacht. Es hat sowohl mit den Jungs und auch Laura Spaß gemacht, als auch mit den Zuschauern, die im Chat waren, die ja einfach tolle Fragen gestellt haben, mitgeraten haben, ihre Meinung mit kundgetan haben. Und es war wirklich sehr, sehr cool. Es war wie mit Freunden in der Kneipe sitzen und die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ratzfatz waren wirklich diese 3 Stunden um und wir haben uns echt gedacht, boah, der Wahnsinn. Ne? Also wir waren sehr begeistert. Es wird auf jeden Fall eine Wiederholung geben. Vielleicht diesmal nicht ganz so spontan, sondern mit ein bisschen längerer Vorlaufzeit. Aber es hat einfach Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass es einfach so viele liebe Menschen hier gibt auf YouTube, BookTube und dass man da einfach so viele Gleichgesinnte findet, mit denen man eben 3 Stunden über Bücher quatschen kann und man muss auch nicht immer einer Meinung sein und trotzdem kann es einfach ganz freundschaftlich besprochen werden und einfach mit Freude an der Sache und das finde ich einfach ganz, ganz toll und wir hatten da wirklich alle Spaß und ich hoffe ihr auch und wer es noch nicht gesehen hat, ne, einfach mal in die Infobox schauen, vielleicht habt ihr einfach mal irgendwann 3 Stunden Zeit und Lust, anstelle irgendeines Films, anstelle des Titanic anzuschauen, euch unseren Hangout anzugucken. Was ich echt schade finde, ist, dass man den Chat dann im Nachgang nicht mehr sehen kann. Irgendwie finde ich das echt schade, weil wir natürlich in dem Hangout auch viel auf den Chat eingehen und dass jetzt ein normaler Zuschauer, der im Nachgang guckt, gar nicht mehr nachvollziehen kann, was wir da einfach eigentlich wollten, weil natürlich der Chat irgendwie weg ist. Das finde ich ein bisschen schade, dass es im Nachgang zwar noch die Kommentarfunktion gibt, aber eben der Chat irgendwie weg ist. Das finde ich echt, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Aber
ja, was will man machen? Das ist eben einfach, wie es ist. Ja, man kann nicht alles haben. Ja, in diesem Sinne war es, glaube ich, soweit auch zu dieser Woche. Ich freue mich jetzt auf ein sonniges Wochenende. Morgen wird es auch ein bisschen was an Feierlichkeiten geben. Mein Papa hat einen runden Geburtstag und da wird ein bisschen gefeiert. Da freue ich mich schon. Und ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen schönes Wetter haben, damit wir Kaffee und Kuchen dann draußen machen können und die Sonne noch ein bisschen genießen können. Und ja, Herbstdeko wartet jetzt, wie vorhin schon mal erzählt, auch. Und ich ja, würde jetzt sagen, das war es soweit von mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und habt ein schönes Wochenende. Genießt auch die sonnigen Herbsttage. Lasst es euch gut gehen. Guckt euch einfach mal in der Infobox um, ob da noch was Interessantes für euch dabei ist. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.